Wir sind am Monument Valley angekommen. Stehen gerade oben am Visitor Center. Waren auch schon kurz drin. Da braucht man noch Masken, sonst nirgends. Mittlerweile etwas ungewohnt, aber okay. Und als nächstes werden wir den 17 Mile Loop fahren. Für uns auch das erste Mal. Mal schauen, wie die Straßen so beschaffen sind, aber von hier oben schaut es relativ akzeptabel aus. Welcome to Page. Wie bisher eigentlich immer Waschbecken, Zeile, Dusche, Klo und ein riesiger Raum mit 1, 2, 3 Doppelbetten, Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, also eigentlich alles, was man braucht. Für $138 für 5 Personen, von daher preislich top.
Kurzer Nachhol-Vlog zum Lower Antelope Canyon. Waren heute in der Früh um 9.45 Uhr, hat man dann eine Tour gebucht, waren dann im Lower Antelope Canyon drin. Das gleiche hatten wir eigentlich schon mal vor 5 Jahren gemacht. Dieses Mal jetzt nochmal mit unseren Eltern. War wieder eine sehr gute Tour. Unser Guide hat diesmal eigentlich noch deutlich mehr Informationen zum Antelope Canyon gebracht, welche Tiere da so in der Gegend rumlaufen und keine Ahnung. Also wirklich eine gute Tour. Zum Vloggen sind wir dann nicht wirklich gekommen, deswegen. Also man darf im Canyon auch nicht filmen, deswegen fällt der Vlog sowieso schon flach und man musste auch die ganze Zeit eine Maske tragen und dann war das irgendwie einfach was anderes und habe auch gar nicht dran gedacht. Deswegen jetzt wird das nachgeschoben und sind jetzt schon am Grand Canyon. Ja, erster Aussichtspunkt. Desert Viewpoint. Genau. Mit einem Watchtower. Werden noch ein paar Aussichtspunkte folgen.